sehr gefährlich. Jetzt. 30 seconds of oxygen remaining. Er hat zumindest ein ordentliches Speed drauf. Komm. Gib ihm mir, jawohl. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja. Oh oh. Oh oh, ich sterbe jetzt. Das sah näher aus, die Oberfläche, als ihr wisst schon. Welcome aboard! Die ganze Scheiße ist weg. Meine Fresse, ich denk's mir immer die ganze Zeit, nimm dir eine zweite Flasche mit, nimm dir eine zweite Flasche mit, nimm dir eine zweite Flasche mit, nimm dir eine zweite Flasche mit! Und 10 Wochen später, immer noch keine Flasche mitgenommen! Meine Herren, wieso der letzte Bongo? Alter, weißt du was dafür, dass du da jetzt was hergeschossen hast, ohne Fremdeinwirkung, hau ich dir jetzt aufs Gesicht. Oh, Arschloch. Gleich mal den Zorn an anderen Kreaturen auslassen. Nee. Nee, keine Ahnung, was ich mitnehmen muss. Ich nehme mal 4 davon. Ein paar Samen können wir ja auch wieder mitnehmen. Ja, halt die Fresse. Sonst zucke ich ja noch aus. Ach, einfach nur mal machen. Nicht immer nur blöd schauen. Ja. Hallo. Die Blase ist nicht mehr da, die habe ich eingepackt. Hab's Messer in der Hand. So, und jetzt lassen wir raten, die Hälfte habe ich nicht. Glas, natürlich. Brauchen wir Glas für O2-Tank. Glas brauchen wir dafür. Ah, natürlich. Glas. Ihr verarscht mich echt gerade, gell? 2-mal, das heißt 4 von diesen Gelumpe muss ich mitnehmen. Und pack doch den Scanner weg. Geht schneller. Sieht man Gott sei Dank, was es ist. Komm wieder rein. Tatsächlich. Inventar ist voll. Genau. Alter. Fallen lassen. Dann lass es bitte fallen. So, und tschüss. Braucht man Glas für den Sauerstofftank? Das muss mir jetzt echt mal einer erklären, wieso man Glas für einen Sauerstofftank braucht. Dann läuft doch dann was falsch, oder? Oder ich. So, Glas und Titten an. Haben wir ja. Komm, haben wir leider umsonst gesammelt. Sind sie noch essbar? Verwesend, Alter, die verwesen so schnell. So. 105. Müllt mir zwar mein Inventar zu, aber okay. So, den Kaffeeautomaten hauen wir da drüben rein. Kaffee ist wichtig. So.
Jetzt ist es drin, da muss man ein paar Mal drücken. Gut. Und dann schwimmen wir da nochmal hin zum Elend da drüben. Fangen unterwegs ein paar rohe Fische, die wir uns dann genüsslich ins Gesicht ziehen können. Und ich hoffe mal, dass der Loot nicht verloren ist und dass da irgendwo der Krempel von mir liegt. So. Ich wollte da nochmal schauen, weil die Tür hat so scannbar ausgesehen. Spring ins Feld. Die wollen wir essen, komm mal her. Dann ein bisschen Gleichstand schaffen. Sind wieder die Fetten. Und da bin ich mir sicher, selbst wenn man die tötet, bleibt da noch nicht mal irgendwas übrig, was man essen kann. Das sieht nämlich, glaube ich, anscheinend das Spiel so vor. Alles, was du tötest, ist nicht essbar. Da war der Große. Signale sind geblieben. Jetzt geht die Sonne wieder unter. Aber ich habe das Reparaturdings dabei. Ich will mal schauen, was ich da mitmachen kann. Wenn der Große da mal raufkommen würde. Das wäre starker Shit. Ich glaube, da wird dann mir der Arsch auf Grundeis gehen. So, Aurora, wo ist denn vorne, wo ist denn hinten? Das ist hinten. Das ist vorne. Ich finde es ja nur witzig, dass es hier ein LivePort 8 Signal gibt. Und der LivePort 4 oben schwebt und unten keiner ist. Also es ist nichts zu sehen, was mit diesem Signal zu tun hat. Ja, dann nützen wir die Nacht einmal, um hier im Boot rumzu, also in dieser Aurora, in unserem Schiff rumzulümmeln. Vielleicht können wir ja reingehen. Aber das kriegen wir repariert mit unserem Schweißgerät. Easy. Ja, locker. 4 Stunden. Dann ist das Ding fertig. Oh, sind da meine entzündeten Augen richtig? Das
liegt denn da? Oh fuck. Siehst du noch nicht mal, ob du jetzt getroffen hast oder nicht, die Scheiße. Gut, da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Ja. Aber ich habe woanders was gesehen. Da. Irgendwo. Also wenn das nicht gleich besser wird mit dem Husten, muss ich ein kleines Break machen. Gut, da ist schon mal kein Eingang. Haben wir. Ja, ich muss ein kleines Break machen. Ich schwimme mal schnell an die Oberfläche. Und das geht gerade gar nicht. Das ist voll nervig mit dem Husten. Komm, geh hoch. Geh hoch. Gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Kleines Break. So, ihr Schlingel. Da sind wir wieder. Ich habe mir den Tee gemacht. Der ist jetzt gerade fertig geworden. Prost erstmal. Ah. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt besser geht mit dem Le Hust. Und jetzt müssen wir mal unsere Leiche suchen, sofern vorhanden. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das ist. Woran erkennt man das denn? Ist das jetzt alles verschwunden? Das kann mir wohl keiner sagen. Oh, da geht's schon weit nach unten. So, was haben wir denn hier Schickes? Loot oder scannbar? Nein. Was haben wir hier? Lithium. Nehmen wir mal eins mit. Oh, oh, oh! Komm schnell, bevor Sauerstoff aus ist. Haben wir. Gut versteckt hier. Oh, 100 Meter. Geht schon weit nach unten. Ja, das geht sich aus. Easy. Komm, ein bisschen Schlotz vor Augen, hat noch keinen geschadet. Zack. Und wieder runter. Gut, da haben wir jetzt also keinen Eingang gehabt. Schauen wir mal, ob wir den Husten mit ganz schlichten und einfachen... Was ist das denn da? Ein Höhleneingang?
Ich lümmel jetzt hier nur mal so ein bisschen rum, um mir das anzuschauen. Ich glaube, hier bin ich da irgendwo gestorben. Ja? Wir können jetzt einen ganz einfachen Test machen. Wir gehen mal hin zu so einer Kiste. Okay, haben wir nicht geschafft, das zu unterdrücken. Wenn das leer ist, haben wir verkackt. Ne, ist nicht leer. Gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Das heißt, wir brauchen nicht neu scannen. Wir können aber, wenn wir wollen, die Kisten neu looten. Das gefällt mir wirklich gut. Dann checke ich hier nämlich. Oh. Ich habe was zum Scannen gesehen. Das dritte Teil, das vierte Teil, keine Ahnung. Und ab dafür. Oder? Oder? Komm, enttäusch mich nicht. Nein, es ist normaler Schrott. Ah, oh, mein Herz, mein Herz! Ah! Ah. Gut. Dann begeben wir uns mal so langsam Richtung iPod. iPod sei schon. Dingsbums-Pod abstützt, aber das Ding ist offen leider. Das könnte sein, ich habe den Scheiß wirklich verloren. Aber hier Trick 17, auf und zu machen. Ja, ist leider weg, aber man findet den dann anscheinend auch nirgendwo. Blöde Geschichte. Gut. Schade, zu früh gefreut. Dann gehen wir hier nochmal in dieses beschädigte Ding. Oh, da haben wir so viel schönen Scheiß gefunden. Da ist jetzt alles weg. Oh, das Sterben, das ist so hart. Hm. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zur Aurora. Aurora. Okay, allzu lang kann ich heute dann wirklich nicht mehr aufnehmen. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das malträtiert meine Stimme zu hart. Ist leer. Und dann schwimmen wir mal, komm mal her, ein paar Fischchen, du, komm mal her. Schauen wir mal, ob uns der uns auch Flüssigkeiten gibt. So, check. Flüssigkeit. Minus 4, okay, dann können wir den wieder freilassen. Plus 18. Den müssen wir essen. Aber das können wir trinken. Da war nämlich eine scheiß Batterie dabei bei dem. Aber nun gut. Erste Hilfekasten haben wir wieder. Schön. Ist das jetzt Müll oder was zum Scannen? Das ist Müll. Okay, ich bin mir jetzt noch nicht mehr so sicher. Weder noch. Schwebt da. So, das ist meiner. Das heißt, es ist wieder das Metallstück, was da so vor sich hin lümmelt in der Luft. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben. Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare. Und ehrlich gemeinte Abos sind bei mir auch gern gesehen. In diesem Sinn, einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Tschüsseli.